was für ein schönes Wetter heute ist, oder? Und schöne Theke. Vor allem die Erdbeeren sind doch schön geworden. It was kind of a garage. It was first a very small room was in our own, in my home house for my parents. But then we moved quickly to another office, which was in the center of Berlin already, as a kind of part of a larger company who were doing kind of more like financial business. And we were kind of the strange guys in that time already, which was interesting also to see, because it was very different how we did things. So it was not really easy. It was a self-financed company and we didn't have any foreign or venture capital in our company. Yeah, it was great because we were friends and of course we also had similar interests in technology but also thinking outside the box a bit. So we wanted to make things a bit differently than others and had a lot of ideas to combine kind of technology, research, also art and kind of customer-centric views. And after the discussion, I take the call and the woman of the bank said, oh, we have an check of 100,000 euros here, is that correct? And yeah, this was the first income from this license deal, and this was the turning point of Nanocosmos. Yeah, the first trips were to Hannover, to the CeBIT. We showed there several years in a row, which was quite exciting because we had an old car, an old Mercedes, where we put all our technology in, the large monitors and PCs and a lot of stuff which we are bringing. And we met all the international industry there, so that was quite exciting. The CeBIT, especially the CeBIT in the year 2000, was one of the biggest computer trade in the world. We were very lucky to win an award in the first couple of months we did. So we were part of a kind of startup competition where we won the first prize. That's the award you see here now. And that was the kind of initial trigger to also get more into the market, into the business, because part of the award was an exhibition booth at the CeBIT show in Hannover. And it was really kind of hands-on deep dive into programming. Werner was very good in assembler development, so really did this machine level development to optimize software-based encoding for the machines in that time, which were kind of lower-end machines compared to today's things like Intel i386 machines with low power. And we managed to create real-time software encoding on these machines to record live streams coming from a TV signal. And so combining these different types of technology and make that available for users who wanted to use video technology was very interesting and very exciting. Mit diesen Video-CDs, die Deutschen waren einfach nicht so weit. Die waren überhaupt nicht so innovativ. Die haben eigentlich gar nicht verstanden, was wir machen. Sind immer noch nicht so weit, wie man sieht. Also auch im Streaming-Bereich merkt man, Deutschland ist ein bisschen hinterher. Deswegen war immer gut, dass wir von Anfang an nicht lokal begrenzt waren, sondern immer international auch uns orientiert haben und da auch wettbewerbsfähig waren. Deswegen so die Mischung aus Produkten, Projekten am Anfang auch und innovativen neuen Sachen, die wir gemacht haben, war immer ganz gut. Die waren Weltmarktführer für solche Karten, so dass man den Computer so umbauen konnte, dass man da auch auf Fernsehen gucken konnte. Und wir hatten nur eine Software, um diese Fernsehdaten auch aufzuzeichnen. Und wir dachten, dass das eigentlich ganz gut zusammenpassen würde. Und so sind wir auf der 1CeBIT halt zu diesem Stand gegangen von der Firma Hapag. Und sind da aber ziemlich barsch, rüde würde ich nicht sagen, aber ziemlich barsch abgewimmelt worden. Mir ist aber gelungen, den Namen des in Europa führenden Mannes sozusagen zu eruieren. Das war halt Chris Steibosch. Und als wir dann nach der CeBIT wieder in Berlin waren, habe ich zum Telefonhörer gegriffen und habe bei Hapag Europa angerufen und habe gesagt, dass ich ein sehr, sehr nettes Gespräch mit Chris Steibosch auf der Messe hatte und er ist sehr interessiert in unserer Software, ob sie mich denn bitte durchstellen würden. Ja, das stimmt. War das CeBIT auch 99 oder 2000? Also ich würde sogar fast sagen, es war 2001. Ich bin mir aber wirklich nicht mehr ganz so sicher.
Aber ja, in der Tat war es so, dass wir damals mit einer ziemlich breiten Brust schon aufgetreten sind bei der CeBIT, sind aber am Hapag-Stand ziemlich gescheitert. Stimmt. Die haben uns eigentlich nicht vorgelassen bzw. abgewimmelt. Wir wollten denen unsere geniale Software verkaufen. Genau. Für die Videoaufzeichnung in Echtzeit. MPEG 1 damals. Und sind nicht irgendwie ins Gespräch gekommen, so richtig. Na, genau. Und wir konnten dann allerdings den Namen des Europa Sales Manager irgendwie noch rausbekommen von dem einen. And Chris, we really have to talk. It is. How does it work? I don't know.